Einen wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und zwar, Leute, ist es heute das von euch lang ersehnte Format. Es gibt für einen Zuschauer von euch da draußen einen Haarschnitt umsonst. Besser gesagt, Haarschnitt auf Nacken. Ich habe den guten Bartmann herausgefordert und ich bitte ihn jetzt mal kurz an meine Seite. Bro, Konkurrenz, Konkurrenz. Ihr habt es euch gewünscht, folgendes Szenario. Wir werden jetzt gleich losgehen, ich werde nach Köln fliegen, du machst den einfachen Weg hier. Kennst du, ich wollte eine Probe machen, ziehen direkt. Ich fliege gleich nach Köln. Dein Kandidat kommt sogar extra hier an. Ja. Die Videos sind parallel online. Sprich, ihr könnt jetzt, nachdem ihr das Video zu Ende gesehen habt, auf den Kanal von Bartmann gehen, euch da das Video angucken. Dann gibt es die Abstimmfunktion oben in der Ecke. Und dann ist es ganz wichtig, dass ihr alle abstimmt, wer hat das bessere Vorher-Nachher-Bild. Also wir zählen alle Stimmen zusammen, die Leute, die für mich waren, für ihn waren. Und dann werden wir auf jeden Fall einen Gewinner haben. Und, ich hab Bock drauf. Und einen Verlierer. Also den Verlierer wollen wir auch schon mal vorstellen. Damit das noch ein bisschen mehr Inhalt hat. Ja. So, ist natürlich geil. Wir werden euch gleich die Kandidaten vorstellen, die echt überragend sind. Also wir haben echt gute Einsendungen bekommen. Ja. Was macht der Verlierer? Also ein Daumen hoch, kommt sein Bart ab. Nein, könnt ihr nicht bringen, Leute. Doch, aber ich würde sagen, das könnt ihr bringen. 5000 Daumen. Niemals. Das geht nicht. Ich heiße Bartmann. Das heißt ja nur noch Mann am Ende. Das geht ja nicht. Okay, wir tauschen die Rollen. Ich würde mir den Bart komplett, wenn ich verliere, ja, lasse ich mir den Bart komplett abschneiden. Okay. Das ist für mich echt hart, weil das letzte Mal hatte ich das mit 19 oder so. Okay. Ich bin bekannt, so 3 Tage Bart. Ich sehe aus wie ein Milchbubi. Ich würde es machen. Kein Spaß. Was willst du machen? Beinhaare ab komplett. Das ist schon hart. Sowas. Lass mich diskutieren. Sowas zum Beispiel würde ich auch machen. Auf Wachs. Ja, ich würde meine Beinhaare wachsen. Leute, ich würde es machen. Okay, Leute, also wenn ihr Bock darauf habt, dann macht er seinen Bart ab, wenn er verliert. Und wenn ich verliere, mache ich meine Beinhaare ab. Das ist auch schon schlimm. Ihr seid das Zünglein an der Waage. Also stimmt ab. Wir gehen gar nicht so viel rum. Ich zeige euch jetzt meinen Kandidaten und dann sehen wir uns gleich wieder in Köln. Angekommen jetzt hier in Köln und wir stehen auch schon direkt vor der Bonsai Hair Lounge. Ich glaube, ihr seid genauso gespannt wie ich auf den Kandidaten. Ich stelle ihn euch mal vor. So sieht der gute Mann aus. Viel Spaß. Hey Leute, was geht ab? Sali Gulz hier, Grafikdesigner aus NRW und ich treffe mich gleich mit Marc Eggers und heute geht ein Haarschnitt auf seinen Nacken. Hoffentlich hat er sich einen guten Friseur ausgesucht, wenn nicht, dann Krise, dann Bombs. Nein, Spaß. Es geht, Digga. Alles klar, Mann? Ja, Mann. Schön, dich zu sehen. Ey. Bist ja, du ready? Ja, ich bin ready, ja. Wollen wir zu meinem Friseur gehen? Ja, ich bin gespannt, bisschen aufgeregt. Brauchst du nicht sein, brauchst du nicht sein. Seit 2-3 Jahren die Haare so lang wachsen lassen. Friseur, mein Friseur, eigener Friseur, seit 10 Jahren gehe ich zu ihm hin und er sagt, such dir einen anderen Friseur, deine Haare traue ich nicht. Und dann kam euer Video mit Bartmann und das kommt wie gerufen. Ja, ich bin gerne dabei. Lass mich jetzt überraschen von dir. Also ich weiß, ich habe auch deine Videos gesehen, dass du Ahnung hast. Ja, also ich meine, guck euch den Mann, Player Number. Also ich habe einen richtig guten Friseur. Ich würde aber sagen, ich stelle ihn dir direkt vor, wir gehen zu ihm. Let's go. Peace. Bora, Friseur des Vertrauens. Yes, Leute, mein Name ist Bora. Ich bin seit 20 Jahren leidenschaftlicher Friseur und das ist mein Laden. Das ist der Kandidat, mein Lieber. Ich freue mich. Was soll man mit dir machen? Capital Bra, Castaway oder auch was? Ja, ich vertraue Marc, also vertraue ich dir auch. Wir zerfetzen ihn heute. Film mal den Handshake bitte. Das ist auf jeden Fall Kriegerbegrüßung. Das ist die Kriegerbegrüßung. Ab jetzt, that's me, Begrüßung ist nur noch so. Ja, ja. Also Bora, jetzt ganz ehrlich, du siehst, ich habe einen Kandidaten mitgebracht. Ja. Ich habe gedacht, du brauchst auch eine Herausforderung. Ja? Auf jeden Fall. Wie lange hast du wachsen lassen? Bruder, 2 bis 3 Jahre. Ich liebe meine Haare eigentlich, aber man muss ja von den Sachen mal trennen müssen und was Neues ausprobieren. Bora, du weißt, worum es geht. Also wenn ich verliere, muss ich meinen Bart komplett abschneiden. Ich hatte das letzte Mal mit 19. Krass. Ja, ich sehe aus wie Milchbubi. Eigentlich gebe ich die Verantwortung ab. Das ist dein Turn jetzt. Warte mal, wenn Bartmann verliert, musst du auch seinen Bart abfassen? Ja, er hat sich nicht getraut. Aber wichtig ist, Leute, dass sie natürlich abstimmt, gleich wer gewonnen hat. Aber wir starten einfach mal. Fangen wir an. Ich bin selber aufgeregt, meine eigenen Haare sind. Daumen nach oben gehen für den Kandidaten, bitte. Ich verlinke ihn auch mal unten in der Infobox. Ne? Du bist ja auch YouTube-mäßig am Start. Grafikdesigner, so check ihn ab. Und jetzt schneiden wir die scheiß Haare an. Let's go. Frage an dich, und zwar sehr viele Leute aus meiner Community haben sich genauso wie du die Haare wachsen lassen. Was würdest du denen empfehlen, frisurentechnisch? Was kann man machen, wenn man sagt, okay, es reicht mir jetzt, ich habe zu lang. In welche Richtung würdest du sagen, was ist jetzt gerade Trend, was ist modern? Auf jeden Fall die Seiten ein bisschen kürzer, oben ein bisschen länger.
Ne, nicht dieses direkte Undercut, sondern dieses Out-of-Bed-Style wieder. Das ist wieder extrem zurückgekommen bei den Männern. Der Scheitel verliert sich langsam. Also das würde ich den Leuten auf jeden Fall in die Richtung empfehlen. Dass sie definitiv mal so eine krasse Veränderung, nicht diese Halbdinger. Diese Halbdinger nerven auch. Da gehst du wieder zurück auf lang. Aber wenn man eine Komplettveränderung will, ich sage immer, Marc, seine Frisur ist gerade sehr, sehr trendgerecht. Die würde ich auf jeden Fall empfehlen. Was aber ganz wichtig ist, hol die Überraschung gerade. Wir werden jetzt den Spiegel verdecken, damit du nicht siehst, worum es geht. Das Endergebnis siehst du dann. Woher haben wir irgendwas da? Auf jeden Fall. So, dann gehen wir mal einmal rüber. Das war's also. Okay, Bora, die spannende Frage, was schneiden wir jetzt? Ich nehme mal hier deinen... So, es gibt eine Variante, wie gesagt. Ich finde diesen Holzfäller-Look bei ihm super. Ich würde es jetzt kürzer machen, die Ohren aber nicht frei. Wir zerfetzen die Leute. Ja, dass er ein bisschen strubbeliger die Haare trägt, auch dass er die mal hinter die Ohren machen kann, wenn er Lust hat. Oder wir gucken, dass wir die alles gleichmäßiger schneiden und dass er die einfach durchstrubbelt. So in diese Richtung würde ich auf jeden Fall gehen. Okay, also wichtig ist natürlich auch hier bei diesem Format, wenn ihr euch bewerben wollt, wir wollen die Leute verändern. Wir wollen, dass die Leute sich noch wohlfühlen. Macht dir keine Sorgen, ist vorbei jetzt. Wir zerfetzen die Leute. Ja, hol die Schere her, ich mach jetzt ab den Zock. Gib mal wirklich Video Daumen nach oben dafür, dass er so mutig ist und sich hier hinstellt. Das ist nicht easy, dafür muss man schon Wikinger sein. Auf jeden Fall. Wie lange bist du schon Friseur? Eine Woche, ne? Eine Woche, ja. Ja, denkst du, türkische Bazar-Ausbildung gemacht? Sechs Tage. 6,5 Tage jetzt. Für alle Leute, die hier aus dem Raum Köln kommen, kommt auf jeden Fall vorbei. Friesenwall 28 bis 30. Genau. Auch am Feiertags geöffnet. Vielen Dank. Ja. Nee, natürlich nicht, aber kommt wirklich gerne mal vorbei. Sehr, sehr gutes Team. Wusstest du, dass ich schneide? Oder dachtest du, er dachte, Bora schneidet. Was? Hammer. Wie macht das, Digga? Ja, komm, YouTube läuft nicht mehr, ich bin jetzt im Game. Bartmann, ich leg noch selber Hand an. Wurde alles gut, entspannt. Nein, jetzt hier runter, komm, bis hier runter. Ich schmeiß die nicht weg, aber ne, ich brauch die. Wenig, mein Bruder, was wir schneiden. Haben wir schon, guck mal hier. Ich hab vielleicht eine Tüte, die ich dir reinpacken kann. Ich bin krank im Bett. Ich will das machen. Wir zerfetzen die Leute. Das ist der Part, wo ich mich ein bisschen entspannen kann. Der gute Bora ist am Werk. Bin wirklich sehr gespannt. Also Leute, wenn ihr Bock habt auf dieses Format, wenn du da draußen sagst, ich habe auch lange Haare oder ich habe einfach Probleme, einen richtig guten Haarschnitt zu bekommen, dann schreibt mir auf Instagram, ist verlinkt unten in der Infobox. Schickt mir ein Bild und natürlich auch eine Nachricht dazu. Warum soll gerade, ja, ich glaube, wir kommen nochmal wieder zum Bora. Warum soll der Bora ausgerechnet deine Haare schneiden? Bora, was würdest du sagen, was lassen sich die jungen Männer momentan am häufigsten hier bei dir schneiden? Also was ist so Trendfrisur? Trendfrisur ist, wie gesagt, jetzt wieder das Kurze an den Seiten, fast wie ein Undercut, oben sehr, sehr lang, Out-of-Bed-Style, dann Bart wird langsam wieder ein bisschen kürzer. Kürzer? Also der war ein bisschen länger, oder was? Ja, der war ja ein bisschen länger, wie wir jetzt beim Sadi auf jeden Fall haben und das wird jetzt definitiv immer ein bisschen kürzer. Sprich, wir werden seinen Bart auch ein bisschen kürzer. Ein bisschen kürzer auf jeden Fall machen. Wir machen das aber, wie gesagt, beim Sadi auch ein bisschen typgerecht alles, ne? Dass wir dann gucken. Was ist so mit dieser jetzt, wir haben es ja eben schon erwähnt, Kapitalfrisur? Die ist total in. Wirklich jetzt? Ja. Wir haben die am Tag 4-5 Mal, schneiden wir die auf jeden Fall. Ja. Krass, ne? Das ist interessant. Also die Frisur ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Na. Machst du dir Sorgen gerade? Nö, eigentlich, ja, ich vertraue euch, ja. Der kann einfach nichts sehen. Ich meine, ich habe die Haare noch, ich kann die auch noch zwei Jahre lang wachsen lassen. Das sind ja nur 2 Jahre, 3 Jahre. Alter. Ich filme mir auch mal selber, Leute, damit ihr es mal seht. Der Rafa ruht sich gerade mal ein bisschen aus. Übrigens, Rafa, der Kameramann, auch natürlich immer verlinkt unten in der Infobox. Danke, dass du immer mit am Start bist. So, genug Props abgeholt hier. Bora, bist du zufrieden? Kriegen wir alles hin? 100%, klar. Wir machen aus ihm einen neuen Mensch. Ich habe gerade darüber geredet, dass ich gesagt habe, ich habe so viel Respekt auch vom Friseurhandwerk, so nennt man das Ganze, ja? Genau. Und womit hast du das gerade verglichen? Ja, überall kann man auch keinen Döner essen, ne? Das ist genau wie Döner essen. Also da hast du super Döner, da hast du schlechten Döner. Deswegen, also ich vergleiche das immer damit, ne? Und Haare schneiden ist echt eine Kunst, so. Also man muss es verstehen. Das ist halt sehr, sehr wichtig. Du hast jetzt einen Sadi zum Beispiel vor dir sitzen, du musst, das ist wie ein roher Stein und den musst du modellieren halt, ne? Und da sind wir jetzt gerade da. Und wir machen einen Diamanten aus ihm. Der Moment ist gekommen, bist du ready? Ja. Sollen wir den Vorhang abmachen, dass du das Endergebnis siehst? Ich find's richtig fresh. Bora. 1, 2.
What? Ich fühle mich auf jeden Fall frischer und ja, musste mal die langen Haare müssen ab. Dankeschön, Borabe. Gerne. Ich werde auf jeden Fall wiederkommen. Ja Leute, ihr habt es gesehen, das ist das Endergebnis, also wie gefällt es dir? Also mir gefällt es sehr gut, ich brauchte eine Abwechslung und ich habe mich wohl gefühlt. Bora Abe hat mein Vertrauen, ich werde auf jeden Fall wieder hinkommen. Cool. Und ich sage das nicht wegen Werbungszwecken und so weiter, ich meine es ernst. Und ja, ich fand auch sehr nett, dich kennenzulernen und dich auch, Bora. Was uns noch ganz wichtig war, ja? Wir wollten ihn einfach nicht komplett verändern. Er ist ein Typ, er ist ein Charakter, ja. Dementsprechend haben wir nicht gesagt, natürlich hätten wir jetzt auch Show machen können. Wir sind ja nicht bei RTL 2, wir sind ja noch bei Let's Me. Wir sind authentisch, ehrlich und real. Und uns war einfach wichtig zu sagen, wir lassen den Typen, wie er ist. Klar, ey, die Veränderung ist krass, deine Haare sind kurz. Ja. Aber beim Bart, das ist sein Markenzeichen, dementsprechend haben wir es nicht weggenommen. Ja. Willst du noch ein, zwei Worte dazu sagen, Bora? Ja, vom Look her haben wir ihn verändert. Ganz wichtig, wir haben an den Seiten keine Maschine genutzt. Wir haben alles mit der Schere geschnitten, also auch real Handwerk, ja. Und oben haben wir es so vom Look her so gelassen, dass er selber auch zu Hause ganz einfach mit dem Styling klarkommt. Das war für mich auch sehr wichtig, für ihn auch. Und sein Bart ist, wie gesagt, sein Markenzeichen. Und das ist mein Gerard Butler Holzfäller Look. Also ganz wichtig, Leute, That's Me Crew Community, ihr seid gefragt, stimmt jetzt hier oder hier, ich weiß nicht, stimmt ab, ja? Geht jetzt gleich auf das Video noch vom Bartmann, guckt euch das Ganze an, schreibt mal Bartmann, du hast eh keine Chance, Video ist schlecht, völlig egal. Also geht auf jeden Fall auf das Video vom Bartmann, dann abstimmen, wer hat gewonnen, sein Umstyling oder unser Boots? Alle jetzt abstimmen, Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Ey, vielen Dank. Wir müssen gewinnen. Ich habe meine Haare geopfert, aber es ist echt gut geworden. Also, Marc soll gewinnen. Team Marc. Ja, Team Marc. Team Marc Igas. Danke an dich, danke an Bora. Vielen lieben Dank, wirklich. Gerne. Auf dem Feiertag ist er hier vorbeigekommen. Krieger-Gruß. Ja, ja. Dicker, was los? Ey, was los? Krieger, Mann. So begrüßen sich die Krieger. So. Mein Name ist Marc Eggers. Abonnieren nicht vergessen. Schaut beim Bartmann vorbei. Stimmt ab. Daumen nach oben. Schreibt in die Kommentare, wie ihr das Ergebnis findet. Ich bin raus. Peace.